Sali zusammen. Man of Medan wollte ich schon sagen, aber nein, Little Hope. Ja. Aber Hoffnung habe ich gerade keine. Obwohl, wir haben einen Typ, der sich an nichts erinnert. Alte Frau, die irgendwie rumzickt. Eine junge Frau, die rumzickt. Einen eingebildeten Professor. Und irgend so einen anderen Typen noch. Nur so ein Yay. Typ halt. Ja, so ein Lebenswerten heißt es, glaube ich, wenn es der ist, wo ich meine. Namen kenne ich, glaube ich, noch von keinem, außer Professor. Ich Professor kann ich mir noch merken. Professor und 4 Studenten. Ist nicht möglich. Ich hab's euch doch schon ein Student davon ein bisschen älter. Wir kommen hier nicht weg. Was machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie, aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich hab auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Little No Hope, ja, als danke. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Ah, ich muss mal entscheiden. Ja, entscheide dich mal. Da gibt's nichts zu erklären. Kapier das doch mal. Wenn du mich fragst, wären wir ohne dich nicht in dieser verdammten Situation. Du gibst mir die Schuld, als ob ich hier gern mit euch festsitze. Toll. Du hast das Kommando. Wir sind im Arsch. Zurzeit hat wohl der Nebel das Kommando. Besser er als du. Tu uns einen Gefallen und verschwinde im Nebel. Hör dich gerne, glaub Hört mir. Hört auf. Streiten bringt uns nicht weiter. Was machen wir jetzt? War der Sound bei dir auch so verzerrt? Wir kommen hier nie raus. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg. Und zwar kann nicht klar denken. Ich hätte den Sportkurs wählen können. Warum nicht? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter. Und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Nö. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt, also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Woher kommt denn der Fleck? Weiß auch nicht. Ist wohl beim Busunfall passiert. Sicher? Oder ist da bei dir wieder irgendwas passiert, von dem ich nichts weiß? Oh, ich bin immer noch die Alte. Okay. Du meintest, dass wir vielleicht tot sind? Glaubst du echt, das könnte sein? Hab mal was davon gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiterlebt nach... Naja. Dem Tod. Lauf mal nicht vor die Füße rum. Das war sicher nur dummes Zeug. Eine Katze. Oh, süß. Oh. Da muss jemand drin sein. Ist das eine Bar oder ein Grab? Fällt schon auseinander. Mir gefällt das ganze Spiel nicht. Ich mag keine Horrorspiele. Und es ist wesentlich gruseliger wie das andere. Mensch. Es ist schon mal kein Grab. Hey, hier drüben! Das andere ging schön los mit einer tollen Bootsfahrt. Jo! So und nur ein paar Kisten, wo Zeug rauskam. Ja. Aber so ein kleines, süßes Kritzelmonster mit so langen Fingernägeln hinter einem kleinen Kind. Schon höherer Gruselfaktor, so ein bisschen. Aber es sind weniger Menschen gestorben als im letzten Teil am Anfang. Du meintest, ich sei nicht dein Freund. Wäre das was Schlimmes? Ich meine, das ganze Kriegsschiff wurde ausgelöscht. Hoffentlich gibt's hier ein Telefon. Wir sind gerade alle ein wenig reizbar. Bitte nicht aufeinander losgehen, ja? Was bin ich dann für dich? Was ist? Dieses Wappen kommt mir bekannt vor. Entspann dich mal. Von wo? Wir wissen. Nichts Besonderes. Du behandelst uns wie Dreck. Wie
Alles gut? Du bist blass. Vielleicht hatte sie ja recht. Das gibt mir zu denken. Aber jetzt. Du warst ja nach dem Unfall kurz ohnmächtig. Stehst du mehr auf ältere Frauen? Ja. Weiß auch nicht. Fühle mich etwas wackelig. Vielleicht erinnerst du dich deshalb nicht. Es wird dir sicher wieder einfallen. Ich höre mal streiten auf und gib mir recht. Geht's weiter? Ja, geht's weiter. Alles in bester Ordnung. Sie bringt alle um, ganz bestimmt. Mensch. Dann müssten. Oh mein Gott, dann dürfen wir nur zwei verlieren, dass zwei übrig bleiben. Nein, da ist noch wer. Ja, der Busfahrer wahrscheinlich. Hoffen wir's. Warum hat mitten im Wald eine Bar offen? Wie geht's? Keine Ahnung. Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Hä? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ja, es ist heute Nacht echt dicht. So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, das kenne ich. Sie hängen auch hier fest, dass wir hier so einfach reinplatzen. Oh, unser Bus hatte etwas die Straße runter, einen kleinen Unfall. Wir sind noch etwas durcheinander. Wir sind ziemlich durcheinander. Sieht so aus. Ich bin Vince. Ich brauche einen Spiegel. Möglichst einen ohne 20-jährige Schmutz. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Bist du Taylor? Also, wer bin ich? John ist da gestanden, wer auch immer John ist. Das kommt gerade recht. Lenkt uns vom Nebel ab. Du solltest jetzt nichts trinken. Das ist keine gute Idee. Das geht schon. Ich hab sonst nichts mehr. Und der Titel sind top übrigens. Versuch hier. Stimmt, ich sehe bei mir gar keinen. Nicht mehr, was es mal war. Na egal. Ja. Anfängerglück. Was ist hier los? Der Ort sieht Untertitel total war jetzt aus. Komplett was anderes, wie was die gesprochen haben. Okay, hast du Untertitel auch voll an? Und der Nebel? Ja. Ja, ich habe auf minimal, deswegen kommen wohl keine. Warum sind sie noch hier? Ja, wenn dieser Ort so ausgestorben ist. Was tun Sie denn hier? Ich komme und gehe. Wie es halt so ist. Jedenfalls kann ich nichts tun. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Der macht nichts. Bist du er oder wo? Wer bist du überhaupt? Der Professor gerade. Irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Hausdurchsuchung. Angela regt mich auf. Muss sie ihre Nase in alles stecken? Ich weiß. Man sollte meinen, jemand wie sie hätte Besseres zu tun, als uns Ärger zu machen. Es macht ihr Spaß. Schön, dass du die das spielen auch. Da hinten so toll. Sehen wir nach, was los ist. Hä? Naja, die hätt's grad gegen Angela. Welt. Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich gut. Sie hat gut vorgelegt. Naturtalent. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Darf ich jetzt den Quicktime-Events machen mit der Dartscheibe? Ja, jetzt darfst du Dart spielen. Nur eine Runde? Dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Hallo, Double 20. Ja. Muss ich jetzt mit dem Menschen da nur reden? Okay,
Etwas hast du ja drauf. Ich kann's noch. Jetzt Triple 20. Ja. Jetzt wird schneller. Oh mein Gott. Das ist was, das geht mit der Maus eindeutig besser. Hey, fast schon olympiareif nach so einem Abend. Darts ist kein olympischer Sport. Gibt's hier ein Telefon? Es muss hier ein Telefon geben. Leitung ist tot. Was für ein Scheiß. Das war ein echt guter Wurf. Du warst besser als Taylor. Also gut, kommen wir wieder zur Sache. Das war's? Ist mein Bildschirm verdunkelt, weil du eine Entscheidung triffst? Komisch. Okay. Ja, ich ärgere gerade den Menschen an der Bar. Ah, schön. Laufen Lucifer-Plan drum. Was zu untersuchen da hinten? Ich habe ein Telefon. Ach, da geht's weiter. Ja, dann telefonier. Leitung soll tot sein. Sie ist tot. Mist. Kann mit der Knallbirne hier nur reden? Nö. Ja, er geht immer nur das Telefon. Ich hätte gerne an die Tür, wäre ich gegangen. Den kann auch nicht reden. Da baut doch noch was. Irgendwas muss man hier wieder triggern, damit es weitergeht. Ach sorry, ich bin ja zwischendrin am Niesen, ne? Ah. Das habe ich nicht mehr gehört jetzt. Ja, ich habe mich gemutet derzeit. Was? Meeting votes for this... Oh Gott. Was? Für Ausgliederung, was? Das fand... Wissen Sie sonst etwas über Little Hope? Der Alk schafft mich. Okay. Alles okay? Zeitung. Wohl etwas zu viel erwischt. Ging uns beiden schon besser. Helfen Sie uns oder nicht? Wir wüssten jede Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Da gibt's nichts zu helfen. Was ist das für ein Zettel? Ja. Er kann uns nicht helfen, er will uns nicht helfen, er sagt, es gibt nichts zu helfen. Das ist irgendwie komisch. Ich habe manchmal so kleine Hänger drin, das ist ganz komisch. Hm. Da bist du mal gerade rumgelatscht, ja? Ja, keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Die Tür ist leuchtet bei mir, ich geh jetzt einfach mal raus. 6. Juni 1917. Das passiert doch gleich irgendwas. Ja, wenn wir da rausgehen, sicher. Hört ihr das? Da war definitiv etwas. Haben Sie das auch gehört? Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Wir erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Hoffe, die Suche führt zum Ziel. Wow. The Black Cat Bar. Es kommt aus der Stadt. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? In Gruselhausen, ne? Nach Little Hope zu gehen. Ach, ich bin eher der. Da bin ich mir nicht der Junge. Sicher. Ja, der sich an nichts erinnern kann. Ja. So. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wir kriegen das hin. Wie dieser Nebel auftaucht, das ist nicht normal. Was? Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Ah, ich habe ein Püppchen gefunden. Boah.
Hast du einen Schock? Ich erreg mich doch bei sowas immer. Es ist nicht lustig. Wegen dem Püppchen? Nein, du hast irgendwas Tolleres entdeckt als ich. Ja, Fußspuren, die auf einmal vorbeilaufen. Füße. Was? Jupp. Das Mädchen ist es. Das Mädchen, das vor dem Busfahrer gelaufen ist. Oh, nett. Andrew? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, wo seid ihr? Was ist? Da war ich hab Zeug angeguckt. Vielleicht war es der Busfahrer. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Was hast du gesehen? Es war ein Kind. Tja, wer auch immer das war, ist weg. Ja, okay. Tschüssi. Wir sollten wirklich zur Gruppe zurück. Ihr beide, wir müssen zusammen bleiben. Oh. Was zur Hölle? Lauft? Was war das? Himmel, was ist das? Okay. Move your ass. Bewegt euren Arsch. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel, Taylor? Kann nichts machen. Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Okay. Jetzt können wir wieder laufen. So. Lauf. Bleib nah bei Angela. Bleib mal stehen. Wir sollen nah bei dir bleiben. Ja, wäre vielleicht gescheit. Wer ist da? Da leuchtet was. Wer immer du bist, das ist echt nicht lustig. Da singt was. Ja, das auch. Komm, schau dir das an. Aber wir müssen untersuchen, glaube ich, so viel wie möglich, dass wir am Ende irgendwie Lösung haben. Ich habe keine Ahnung. Nee, ist halt der Geisterstadt, ne? Ja, irgendwie schon. So also. Dezent. Schon wieder ein Püppchen. Nett. Warte mal. Geheimnis gefunden. Ja. Ich weiß nicht genau. Ich sehe mir das genauer an. Aber das sehen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Ja, dann hand mal over das Püppchen. Ciao, Zauber.